Muhterem Aras ist seit 2016 die erste Landtagspräsidentin des Landtags Baden-Württemberg. Frau Aras, Sie haben sich dafür eingesetzt, dass im Landtag ein Saal nach Anna Bloß benannt wird. Wie kam es dazu? Weil alle bestehenden Säle nach Männern benannt waren. Und das Parlament soll ja die Gesellschaft widerspiegeln und Frauen sind ja ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Und deshalb war es mir wichtig, dass neue Säle auch nach Frauen benannt werden. Und da habe ich mir ganz bewusst auch Anna Bloß ausgesucht. Wann und in welchem Zusammenhang haben Sie zum ersten Mal von Anna Bloß gehört und was fanden Sie an ihrer Person inspirierend? Ehrlich gesagt, fällt mir jetzt gar nicht ein, wann genau das erste Mal war, wann ich mit Anna Bloß in Berührung kam. Aber wenn man sich um Gleichberechtigung kümmert, für Parlamentarismus sich interessiert und Frauenthemen und aus Stuttgart ist, dann kommt man eigentlich an Anna Bloß nicht vorbei. Und deshalb lag es einfach nahe und auf der Hand, wenn man eine Politikerin sucht, die in der Geschichte prägsam war, kommt man auf Anna Bloß. Anna Bloß hat ja ab 1905, nachdem sie geheiratet hat, in Stuttgart gelebt. Sie hat sogar, was viele vielleicht nicht wissen, zeitweise im Alten Schloss gewohnt und sie war die erste Ortsschulrätin des Deutschen Reiches. Also sie war an vielen Stellen die erste Frau und sie war die erste Frau aus Württemberg, die in die verfassungsgebende Deutsche Nationalversammlung nach Weimar 1919 gewählt wurde. Also insofern hat Anna Bloß wirklich in der Geschichte was zu sagen gehabt und ich glaube, sie war auch mit Wegbereiterin für uns Frauen, die wir an diesen Positionen sind. Warum ist die Erinnerung an Anna Bloß und an andere historische Frauen und Wegbereiterinnen so wichtig? Frauen haben die Geschichte selbstverständlich auch geprägt und zwar in allen Epochen, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, wenn wir sehen, was die Frauen im Iran, in Belarus leisten, welchen Mut sie an den Tag legen und wie sie die Protestbewegung anführen. Und deshalb ist es einfach entscheidend, dass wir auch Frauen nach vorne bringen, sichtbar machen. Frauen sind einfach heute nach wie vor weniger sichtbar, wenn man sich anschaut, die Straßennamen, die Plätze, das sind einfach sehr oft nach Männern genannt, die in der Geschichte prägsam waren und Frauen sind meistens nicht sichtbar geworden und das ist mein Ansinnen gewesen. Ihr eigener Lebensweg und Ihre Karriere sind beeindruckend und nicht gewöhnlich. Was möchten Sie über Ihre aktive Zeit hinaus den nachfolgenden Generationen gerne mitgeben? Es war einfach höchste Zeit, dass dieses hohe Staatsamt auch von einer Frau geführt wird. Wir Frauen sind nicht besser und nicht schlechter als die Männer. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und können alle Ämter, auch wichtige Staatsämter, ausführen. Das ist das eine, das ist mir extrem wichtig. Und natürlich auch in einer vielfältigen Gesellschaft, dass man auch sagt, ja, man muss nicht unbedingt seit Generationen hier geboren worden sein, um wichtige Staatsämter auszuüben, sondern Menschen, die aus Zuwandererfamilien hierher gekommen sind, aus anderen Ländern, die sich einbringen, die Verantwortung übernehmen, die sich mit den Werten dieser Gesellschaft identifizieren. Auch diese Menschen können selbstverständlich hohe Staatsämter übernehmen. Und letztendlich geht es um Gleichberechtigung. Es geht um die Erfüllung des grundgesetzlichen Auftrags, nämlich Geschlechtergerechtigkeit. Bündnis 90 Die Grünen haben sich bereits in den 1980er Jahren eine parteiinterne Frauenquote auferlegt. Finden Sie, dass Frauen heute genügend gesehen werden? Diese Frage muss ich leider mit ganz klarem Nein beantworten. Wir sehen an vielen Stellen, in Führungspositionen, in allen Bereichen sind Frauen unterrepräsentiert und deshalb bin ich eine Verfechterin der verbindlichen Quote und die ist nach wie vor notwendig und ich wünsche mir, dass der nächste Landtag hoffentlich mit dem neuen Wahlrecht jünger, weiblicher und diverser wird. Dazu vielleicht noch eine Zahl, das haut mich jedes Mal um. Bis Ende der 80er Jahre hatte der Landtag von Baden-Württemberg einen Männeranteil von über 90%.
Und ich finde, das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen und sich auf der Zunge zergehen lassen, was es auch mit der Gesellschaft macht. Der Landtag beschließt Gesetze, es betrifft das Leben von uns allen. Und da war einfach ein Großteil der Gesellschaft, mindestens die Hälfte, von dieser gesetzgebenden Mitbestimmung ausgeschlossen. Und deshalb ist es einfach entscheidend, dass man die Themen Frauen auch in Führungspositionen nach vorne trägt. Und deshalb bin ich auch eine Verfechterin der Quote. Wir haben im Landtag von Baden-Württemberg aktuell eine Frauenquote von knapp 30%. Das heißt, wir sind noch weit entfernt von der hälftigen Macht der Frauen. Drei Dinge, die Sie jungen Frauen gerne mit auf den Weg geben wollen. Sich etwas zutrauen, sich vernetzen, nicht warten, dass man entdeckt wird oder gebeten wird. Und auch Männer kochen nur mit Wasser, wenn sie überhaupt kochen. Liebe Frau Aras, vielen Dank für das Gespräch.